Was für eine geile Entdeckung. Guten Morgen. Unglaublich, dass man auch nach 2 Jahren bewusstes Konsumieren immer noch Erfahrungen macht, die einen umhauen. Die Süßlupine. Und direkt am Anfang nicht das Mehl, die Milch oder sonst was, sondern direkt der Samen und der daraus entstehende Keimling. Ich habe noch nie etwas derartig Vollwertiges und Schmackhaftes gegessen, was noch einfach zuzubereiten ist. Aber kommen wir direkt zu den Fakten. 400 Gramm Süßlupinsprossen, was so eine kleine Schüssel voll ist, deckt laut Chronometer den Bedarf an. Allen Mineralstoffen, also Zink, Eisen, Selen, Calcium, Kalium, Phosphor, Mangan, Magnesium und Kupfer. Es deckt den Bedarf an allen Aminosäuren, also Phenylalanin, Valin, Threonin, Tryptophan, Isoleucin, Methionin, Leucin, Lysin und Histidin. Dazu eben auch den Tagesbedarf an den Vitaminen B1, B2, B3, B4, B6 und Folsäure. Bam! Ein einziges Lebensmittel. Nur die Vitamine A, C, E und K müssen laut Chronometer noch zugeführt werden an dem Tag. Aber auf anderen Webseiten, unter anderem an Silke Leopold auf der Webseite, aber auch vielen anderen, ist vermerkt, dass Vitamin A, E und K sogar noch enthalten sein können und sogar in großer Menge. Mich wundert, dass das bei Chronometer nicht dasteht, weil die sind eben relativ komplett, aber nur als Information. Wie dem auch sei, eine Schüssel Süßlupinsprossen deckt den kompletten Bedarf bis auf wahrscheinlich A, C, E, K des Tages. Von allem 400 Gramm. Und jetzt Bodybuilder und Kraftsportler aufgepasst. Passt. 400 Gramm, also eine Schüssel dieser Sprossen haben 150 Gramm Eiweiß. Und gerade bei der Aminosäureverteilung punktet die Süßlupine auf voller Länge. Denn gerade das problematische Lysin, was oft in der veganen Ernährung ein Problem darstellt, das ist besonders gut vertreten. Die Süßlupine ist einfach meine Entdeckung des Jahres. Aber nochmal ganz wichtig. Auf keinen Fall Süßlupinenmehl oder extrahiertes Protein oder Fertigprodukte kaufen. Einfach die Süßlupine sprossen lassen. Geht total einfach. Erstens, ihr weicht die Süßlupine für 5 Stunden in kaltem Wasser einfach ein. Schüttet also die Samen rein, in kaltem Wasser einweichen, 5 Stunden ungefähr. Es können 4 sein, es können 10 sein, egal. So, dann kippt ihr das Wasser durch ein Sieb ab und stellt die Lupinsamen einfach in die Schüssel auf die Fensterbank. Ihr müsst da kein extra Sprossengerät oder sonst was haben. Einfach so in der Schüssel auf die Fensterbank. Dann am nächsten Tag früh einfach nochmal durch Sieb ein bisschen abspülen und wieder reinpfeffern. Und eventuell an warmen Sonnentagen dann abends nochmal. Aber erstmal nicht. So. Und dann am nächsten Tag kann man die Sprossen schon essen. Man kann natürlich auch noch einen Tag die Lupine spülen, also wieder früh spülen und dann sind die Sprossen dann etwas länger. Aber es ist extrem einfach und das Geile ist eben, sie schmecken einfach auch noch gut. Wer die Kichererbsensprossen keimen lässt, die ähnlich einfach sind, der weiß bei einer gewissen Menge recht schnell so eine Mehligkeit einsetzt und irgendwie so ein komischer Geschmack kommt, so ein Stopp von unserem Körper. Ich möchte jetzt keine Kichererbsensprossen mehr und das ist wahrscheinlich, dem sollte man auch nachgehen. Bei der Süßlupine, da kann man gefahrenlos essen, da ist einfach nur irgendwann der Punkt erreicht, wo man genug Energie bzw. Eiweiß zu sich genommen hat. Die schmecken so leicht bitter, aber vor allem nussig. Achtet darauf, dass ihr Süßlupine nehmt und keine normalen Lupine, denn die Süßlupine sind eine gentechnikfreie Züchtung, wo die Alkaloide minimiert wurden. Das ist das, was so bitter ist. Die Sprossen, die könnt ihr einfach so snacken oder fürs Kino oder Filmeabend ist es super geeignet, wenn man einfach sowas zum Essen braucht, so nebenbei. Es gibt da Menschen, ich habe dazugehört, dass wenn sie etwas schauen, Kino gehört immer noch dazu, wenn sie etwas schauen. Und da können sie dabei essen und achten gar nicht drauf, was sie essen und fressen und fressen und fressen. Und das sind die Süßlupine perfekt dafür geeignet. Und man kann sie auch noch etwas verfeinern, indem man zum Beispiel in so eine Schüssel Süßlupine einen Teelöffel Sojasauce drauf macht und Gewürze in die Schüssel gibt. Und das dann halt alles verrührt. Das ist einfach gigantisch. Es ist in all den 2 Jahren für mich die Entdeckung, die mich am meisten beeindruckt hat in der veganen Ernährung. Die Vollwertigkeit, die Leichtigkeit der Zubereitung und der Geschmack. Probiert es unbedingt aus. Danke nochmal an dieser Stelle an Ming. Ming hat mir das den Floh ins Ohr gesetzt. Ich verlinke ihr euch mal eure Webseite. Sie hat so einen Blog mit Rezepten, auch vegane Ernährung, bewusstes Leben und so weiter. Unten schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, und seid dankbar dafür, dass ihr mich abonniert habt und diesen Tipp eben jetzt für mir sozusagen weitergereicht bekommt. Mein Leben verändert die Süßlupine definitiv und sollte ich irgendwas noch rausfinden, was da nicht so pralle ist, ich bin ja noch in der Phase der Begeisterung, aber sollte irgendwann was kommen, dann informiere ich euch natürlich darüber. Denn selbst die Phytoöstrogene, die Soja enthält, die wahrscheinlich auch unbedenklich sind, aber das ist eine andere Diskussion, sind in der Süßlupine
kaum vorhanden, irgendwie 50-fach minimiert oder so, also überhaupt nicht der Rede wert. Dafür 15% Ballaststoffanteil, was gerade bei der Darmkrebsprävention enorm wichtig ist. Dazu im Gegensatz zu Soja ist es sehr fettarm, hat noch ein tolerierbares Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis von 1 zu 5 und natürlich ein Shitload von sekundären Pflanzenstoffen und Antioxidantien. Es gibt Stand heute für mich kein im Alltag nutzbares, besseres und vollwertigeres Lebensmittel als die Süßlupinsprossen. Ich habe euch direkt mal zwei Anbieter unten verlinkt und ich hoffe ihr werdet genauso begeistert sein wie ich. Lasst mir Eure Kommentare da, was ihr davon haltet, ob ihr eventuell schon mal Süßlupinsprossen gegessen habt, und ich wünsche euch einfach einen wunderschönen geilen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.